Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier und zurück bei No Place Like Home. Oh, da sind die nächsten Erdbeeren fertig, da sind die, da ist der. Menschenskinder, du hast auch schon wieder was für uns, das ist aber lieb von dir. Jetzt willst du Hundefutter, das ist nicht so schön, ihr wollt, okay. Haben wir einmal, zweimal. Ich habe keine Ahnung, warum die Lamas da hinten feststecken. Ich weiß es nicht. So. Kamerad. Du willst mir helfen? Hervorragend. Shop, zeige mir. Dafür brauchen wir Trüffel, dafür brauchen wir Milch, dafür brauchen wir Honig. Das können wir nicht. Dafür brauchen wir Kürbis, aber die brauchen wir auch für die... Okay, da brauchen wir Äpfel. Läuft. Hervorragend. So. Dann gehen wir mal weiter. Wir wollten ja zu Max rüber. Soll ich schon sagen, schau mal, da ist ja noch was, ne? Apropos, da ist ja noch was. Hat irgendein Huhn Eier gelegt? Da gibt es Hühner, die haben Eier gelegt. Hervorragend. Auch hier haben Hühner Eier gelegt. Und hier wollen Hühner Duschspaßparty. Auf geht's. Hier, ja, gibt's hier noch. Ja, die beiden wollen... Komm her da. Er möchte das nur so haben. Oh, da gibt's jetzt Honey. Oh, Honey. Okay, das ist sehr gut, dass da jetzt Honig gibt, weil wir wissen ja auch schon, wo es Schweine gibt. Und Schweinestall haben wir ja auch schon in der letzten Folge gebaut. Und bis gleich. So, richtig, haben wir in der letzten Folge gebaut. Auf geht's, so, jetzt erstmal hier zu dir hier. Ja, ja, was willst du, was kannst du, was bist du? Hier, Shop, Küche. Einer weiter, hier, Küche. Richtig, jetzt haben wir die Kürbisse nicht bei. Habe ich die Kürbisse nicht bei oder haben wir die Kürbisse irgendwie verlegt oder? Egal, hier, Tier, läuft. Den können wir und den da hinten können wir auch. Und die Plastikflasche, die nach unten drin liegt, können wir auch mitnehmen. Jupp, das ist es, was wir wollen. Zack, einmal hier hin. Du Schwein. Jawohl, dann haben wir die beiden. Dann gehen wir nochmal hier hin. Denn auch dieses arme Hühnchen braucht natürlich... Auch dieses Hühnchen braucht dein Zuhause und dann einmal ganz kurz zu dem anderen rüber. Yo, das ging richtig flockig. Zack, so, da sehe ich doch. Mensch, schau mal. Da ist ein Fuchs. Erdbeere haben wir bei. Da hinten sitzt auch noch einer. Das ist ein Oink, 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 Oink. Können wir leider nicht, aber was können wir denn hier? Mensch, schau sich das einer an, ne? Eine Wohlfühloase. Par excellence. Das ist ja schön. So, hier, da kommen wir jetzt natürlich nicht mehr durch, ne? Okay, und wir kriegen da kein Wasser raus. Läuft. Hier haben wir das noch. Da ist noch mal ein Schweinchen. Ah, lauf doch mal einen Meter. Elrond, lauf doch mal einen Meter. So, hier weiter. Gehe. Renn, fliege. Jawohl. Und da haben wir die Füchse. Wir sollen zu Harold zurückkehren. Das machen wir natürlich gleich. Okay, du bist schon. Was ist mit dir? Ach, euch beide haben wir schon. Aber wir können Fuchs streicheln. Fuchs streicheln ist immer toll. Also, haben wir nicht noch irgendwo ein Hühnchen gelassen? Bin ich da so... Und warum wird die Suppe hier nicht sauber? Naja. Egal. Das ist der, genau, der Fuchsbau, den wir da aufgebaut haben, wo ich auch ungefähr 5 Folgen lang nicht gewusst habe, was ich da jetzt gemacht habe. So. Hier, Hühnchen. Hühnchen haben wir. Zu langsam gewesen. So. Harold. Hallo, was machen die Schweine? Keine Ahnung, aber Füchse, schau mal, hier. So, ich habe mich mit einigen Füchsen angefreundet, dass ich das tun kann. Danke, Alan, aber ich bin kurz vorm Nervenzusammenbruch.
Ich kann nicht reden. Ich kann nicht klar denken. Ich. Was ist denn? Napoleon ist seit der Schlacht verschollen. Wir müssen ihn finden. Okay. Keine Sorge, ich werde ihn schon ausfindig machen. Sag einfach Liberté, damit er weiß, dass du zu mir gehörst. Okay. Harold möchte, dass ich Napoleon rette, der seit einer Schlacht verschollen ist. Ich weiß zwar nicht, wer oder was dieser Napoleon ist, aber ich sollte mich im Dorf umsehen und ihn retten. Ja, immer eine gute Idee. So, hier. Ah, ja, ja. Liberté. War Liberté nicht Freiheit? Hm, liberal ist... Ja, da brauchen wir das Ding. So. Ich habe keine Ahnung, wo sich jemand verstecken könnte, der Napoleon heißt. Was weiß ich denn? So, hier ist... Du bist, glaube ich, nochmal ein Schwein. Nein, nein, du bist ein Hühnchen. Zack. Wenn du ein Hühnchen bist, komm hierher. Zack, Kartoffel, rr, jetzt können wir. Okay, läuft. Vier Namen brauchen wir nicht, aber du hast den Hüt auf und das ist wichtig. Das ist natürlich die Frage, ja, dieser Napoleon, von dem der da jetzt spricht. Ist der in diesem Gebiet, ist der im nächsten Gebiet? Ah, schwierig, schwierig, ne? Ja, wo gehört der dazu? Was ist das? Was ist dieser Napoleon, von dem er spricht? So, ich glaube, wir gehen nochmal hier hin. Schauen, da haben wir schon eingepflanzt, okay. Ja, es wäre ja theoretisch alles grün, ne? So, hier lang. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob wir hier was verloren haben, aber es... so, hier. Hier rum, oh schau mal, da blitzt uns doch so ein Köfferchen entgegen. Zack, gib mir. So, mal das, da sollten wir. Alter! Kommt mir der schon an mit seiner Kacke da, ne? So, hier lang. So. Einmal hier lang. Und da ist er, der kleine Kackhaufen. So, hier, gib ihm. Jawohl. Oh shit. Und. Wir dürfen ihn nicht hüpfen lassen. Komm. Parat ihn weg. Jawohl. Das ist ein Kampf eines Elrond würdig. Hier lang und zack. Jawohl. So. Sehr schön. Da gibt es dann nochmal Baumaterialien. Auch hervorragend. Laufen wir hier lang. So. Hervorragend. Sehr schön rausgebracht. Sehr viele Dinge, die sehr, sehr hervorragend sind. Zack. Was willst du? Ich habe keine Ahnung. Wir können mal hier hochrennen. Okay, da hinten liegt Gummi rum, also da können wir auch noch nicht. Hier können wir mal durch, vorbei, rum, rüber. Ah, okay, schau mal, hier können wir noch. Wow, meinst du? Da, komm mal, hier, guck. So, da ist der weg, dann pflanzen wir da einen neuen Baum. Oh, und da gibt's noch mal, da kann man noch mal irgendwo unten rein. Ich bin mir halt immer nicht sicher, ne? Weil sowas ist immer schwierig. Wenn du halt nicht mal weißt, wonach du suchst. Wenn du halt nicht weißt, wonach du suchst, ist halt auch so eine Sache. Können wir nicht anquatschen, okay. Gut, wissen wir das auch? Ja, komm, dann. Hau rein, Bibi. Go. So, und da sind wir. Oh, da ist ein. Okay, da steht einer drin. Kann hier einer durchschießen?
Glaube ich jetzt nicht. So, aber wir können mal hier hintergehen. Sieht jetzt übrigens nicht so aus, als ob... Alter, wo kommst du her? Wollte er sich von hinten anschleichen? Habt ihr das gesehen? Wollte er sich von hinten anschleichen? Die Ratte. So, wir gehen mal da lang. So. Packen uns die Gläschen. Okay, wir werden ordentlich... Man will wohl. Was hier? Wir drücken mal da drauf. Okay. So, dann haben wir dem gegeben. Jetzt geben wir dem. Sehr gut. Wow! So, zack, 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 zack. So, nochmal drei. Und da ist... Ja, hat nicht so funktioniert, wie du gerne gehabt hättest, wa? Wow! Okay. Unlock gefüllte Kürbisse. Okay. Natürlich trifft er. Natürlich hat er getroffen. Naja. So. Aber aus mir unerfindlichen Gründen glaube ich nicht, dass wir Napoleon hier finden werden. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass Napoleon ein Schwein ist. Hä? So. Mensch, falsche Maustaste. Lustig. Okay, da hinten liegt so ein... Da, ich pack's nicht. Grunz! Liberté! Grunz! So, Viva Napoleon! Wir können zu Harold zurück. Mein Chance-Kinder. Schaut mal, ne? Direkt gefunden. Okay, und Napoleon ist wohl ein sehr, sehr krasses Schwein, weil... Der hat vier von diesen Viechern da niedergemäht. So. Naja, gut. Ich würde sagen, wir gehen mal nach oben. Und da sind wir oben. Naja, gut. Wir hätten uns direkt zu Harold teleportieren sollen. Ne? Naja, nicht so schlimm. Ich glaube, das ist nicht so wild. Okay, da oben. Ja. Okay, komm. Ja, hier Putzerkarton, ne? Kommt eigentlich hier noch Spaß? Ich muss da jetzt einfach kurz gucken. Es tut mir leid. Ja, wenigstens damit der Eingang nicht mehr so scheiße ausschaut. Ja. Mhm. Vorsicht, Fußgänger. Okay. So. Okay. Dann hier noch rüber. Gleich. Und da sind wir auch schon, da brauche ich nicht mal bis gleich sagen, da komme ich nicht mal durch, wa? So, und dann hier einmal schön um die Ecke rum. Hey, das mit den Dingern ärgert mich jetzt, ne? Mit den Kürbissen. Haben wir die irgendwo weggelegt? Muss ich gleich nochmal gucken, ne? Muss ich gleich nochmal gucken. Und hey, Leute, es tut mir unglaublich leid. Ja, aber... Ich befürchte, ich muss die Folgen etwas kürzer halten. Ja, ich weiß, das ist nicht schön, aber hey. So. Ja, was macht das Schwein hier? Ich habe Napoleon gefunden. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ellen, die Tiere sind frei und zufrieden. Wir müssen immer noch herausfinden, wer für all die Fallen verantwortlich ist. Aber das wär's fürs Erste. Wow, toll. Hey, danke, Mann. Hey, Shop. Shop, Kollege. Shop. Okay. Und da ist es. Was? Hey, ganz ehrlich, sorry, aber Plan lernen. Ja, machen wir direkt Würfelbot hier. Zack, dann. Ja. Ich finde es schade, dass man immer wieder aus dem Shop rausgeworfen wird. Hundeleckerlis, brauche gerade nichts. Ressourcen, da ist nochmal der normale Shop. Zack, zack, zack. So, was ist das? Solarkraft. Lädt Batterien mit Solarenergie auf. Cool. Lern mal. So.
Super toll, dann haben wir die Sachen gelernt. Das ist schön. Das freut uns enorm. Dann gehen wir hier rüber und noch einmal zu... Moment mal, nee, müssten wir anders machen. Warte, hier, zack, durch. Jetzt erstmal kurz hier hin. Dann gucken wir, was wir beim Max noch lernen können. Wenn wir beim Max noch was lernen können, ja, vielleicht. Vielleicht, wenn man es hinkriegt, dass man da ordentlich außen rumläuft, ne, dann ist da schon viel gewonnen. So, hier mal kurz zu ihm hin. Mal schauen, was er noch so für uns hat. Hat er überhaupt noch irgendwas für uns? Hier ist Feld. Oh, Feld kostet hier auch 2 Kürbisse. Okay, das ist nicht ohne. 3-mal Honig, 1-mal Apfel. Wow. So, hier den haben wir das. Und wir wollen den da, ne? Da müssen wir gucken. So, muss ich tatsächlich nochmal einen zurücklaufen. Aber haben wir ja gleich, ne? Bis gleich. Ah, oh, da sind wir. So. Schön durchgekommen. Da ist das, da ist dieser, da ist jener, da ist welcher. So, wie sieht es hier hinten aus? Ich glaube nicht, dass die Schweine was für uns haben. Nope. Ja, die kann man am Arsch anpacken und dann freuen sich die, ne? Ja, so. So, jawohl, ja. Und dann hier weiter. Und ich möchte unbedingt... Das machen wir in der Folge noch. Ich will in der Folge diese Würfelbots noch haben. Weil halt. Einfach weil. So, hierhin. Dann haben wir gelernt. Tiere, Basics, Landwirtschaft. Nein. Upgrades? Nein. Basics auch nicht. Tiere? Tatsache. Hey, und das haben wir. Locker. Das haben wir 3-mal. So. Landwirtschaft. Hier, zack, dieser, jener, welcher. Dann einmal hierhin. Und Tatsache, wir haben die weggelegt. Mensch, wie intelligent von mir. So, dann haben wir das. Die Frage ist, wo packen wir die Würfelbots hin? Ich würde ja sagen, wir packen die hier hinten zu den Lamas. Da steht nämlich auch schon einer. Hier, die 6. Sieht doch. Oh, den müssen wir. Oh, den müssen wir aber. Den müssen wir aber drehen. Okay. Boah, das ist müllig. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Können wir den noch woanders hinstellen? Ja, da glaube ich, passt der nicht hin, oder? Meint ihr, der passt da hin? Wir schauen mal. Okay. Vielleicht, wenn wir ihn so drehen. Dann und da gar keinen. Ah, doch, tatsächlich. Da hat er doch gerade. Hallo? Das ist ein bisschen arg fummelig gemacht, möchte ich sagen. Also wirklich arg fummelig. So, wir haben das. Vielleicht kriegen wir ihn hier hin. So, erstmal hier so. Ja. Sieht gut aus. Zack, bauen wir. Haben wir. Jetzt brauchst du eine Batterie. Okay. Hast du? Du hast eine Batterie. Und du hast eine Batterie. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt tun können. Okay, man kann die Würfelbots jetzt auch lieb haben. Ja, ich weiß, du willst Hundefutter, aber ich muss doch gleich nochmal zu Max zurück. Das hilft mir doch auch nicht. So, wo ist denn der andere? Haben wir den da hinten schon? Nee, haben wir nicht. Hier, der hat sich da hinten drin irgendwie verkeilt. Zack, mach mal. Haustierfreund. Mhm. Aha. Oh, da können wir Vögel füttern. Ja, wir füttern Vögel mit Tomaten. Füttern. Ja. Machen wir mal. So. Haben wir jetzt die blöden Kürbisse, die haben wir jetzt wieder eingepackt. Hervorragend. Aber wir müssen noch einmal zurück zum Max. Ich weiß, es ist ultra spät. Aber, und ich habe gesagt, die Folgen werden kürzer, aber hey, ja, was kümmert mich mein Gewäsch von gestern?
Ich will diese Küchenerweiterung. Hier. Job. Küche. Mache. Jawohl, erhöht die Anzahl der Zutatenplätze in der Küche auf 3. Ja, toll, hat sich gelohnt. Hat sich mal richtig gelohnt. Egal. Halt. Das, wir haben es ja vorher nicht gesehen. Gleich nochmal zurück, ja, bevor hier, ne? Bevor hier, was kostet uns der hier? Oh, Kirschmarmelade. Ja, auch nicht schlecht, ne? Zack, zack. Hier, der kostet Honig. Den brauchen wir auch unbedingt, diesen Sprenkler. Das ist total wichtig. Pfirsiche. Oh, hier. Oh, Recycling Upgrade. Oh, kostet 125 fertig. Okay, das müssen wir dann machen. Das gehen wir dann wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen an. Aber bevor ich euch da jetzt nochmal rüberziehe, würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Füttert den Algorithmus, kommentiert, macht, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.